Hi zusammen, heute gibt es ein neues Artporträt und zwar geht es um einen Reiher, den ich letzte Woche das allererste Mal fotografieren durfte und den habe ich auch noch nicht so häufig gesehen. Es geht um die Rohrdommel. Sie ist unfassbar unauffällig gefärbt und perfekt an ihren Lebensraum, den Schilfgürtel, angepasst. Selbst am Rücken hat sie eine Strichelung, die an Schilfhalme erinnert. Total abgefahren. Nicht zu verwechseln ist die Rohrdommel allerdings mit der kleinen Schwester der Zwergdommel. Rohrdommeln werden bis zu 80 cm groß und bis zu 2 kg schwer. Wobei die Männchen ein bisschen schwerer werden als die Weibchen. Sie wirken gedrungen, haben eine gebückte Haltung, einen sehr dicken Hals und diesen reihertypischen dicken und kräftigen Schnabel. In Deutschland brütet sie überwiegend im Nordosten, in Österreich ebenfalls im Osten, dort wo sie eben noch ausgedehnte Schilfgebiete findet, wie rund um den Neusiedler See bzw. rund um die Salzlacken. Im Winter kann man sie allerdings auch an kleineren Gewässern finden. Durchaus mal auch an einem Bächlein, an einem Flüsslein. Hauptsache, es ist ein bisschen Deckung da, Röhricht oder Schilf. Und hier im Hintergrund haben wir jetzt auch ein relativ kleines Schilfgebiet. Wenn da eben fischreiche Gewässer sind, kann es durchaus sein, dass sie auch hier zu finden ist. Und das Witzige ist, normalerweise ist sie sehr territorial zur Brutzeit, aber im Winter, wie auch bei manchen Eulenarten, findet man sie dann auch in größeren Gruppen. Eine Sichtung ist aber meist ein sehr, sehr glücklicher Zufall. Es ist gar nicht so einfach, wenn die Rohrdommel mitten im Schilf sitzt. Meist hört man sie dann zur Brutzeit rufen und das über Kilometer. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man dieses Wup einmal aus dem Schilf hört. Und man glaubt gar nicht, wie gut dieser große Reiher eigentlich klettern kann. Also der kommt bis nach ganz oben im Schilf. Ohne dass das Schilf irgendwie wegknickt und die Dommel runterfällt. Ein geschickter Kletterer, dem man das so nicht zutraut. Generell ist das Verhalten von der Rohrdommel unfassbar faszinierend. Allein die gebückte Haltung und die Bewegungen sind wohl bedacht, überlegt, sehr langsam. Das ist wirklich spektakulär. Für den Nahrungserwerb klettert sie dann meist an die Wasserkante und lauert dort auf Fisch. Aber auch Amphibien, größere Wasserinsekten und kleine Wirbeltiere stehen auf dem Speiseplan. In der Brutzeit und bei ausreichender Dichte sind die Männchen sogar polygam. Das heißt, sie haben mehrere Weibchen, deren Nester sternförmig um das Revier des Männchens angelegt sind. Die Nester bestehen dann aus Materialien, die sie eben in dem Lebensraum auch finden. Das ist Röhricht, Schilfhalme, dürre Blätter und Seggen. Bei Gefahr geht die Rohrdommel in die sogenannte Pfahlstellung über. Und bei Wind schwingt sie sogar mit den Schilfhalmen mit. Total abgefahren. Also ein Vogel, der wirklich perfekt an seinen Lebensraum angepasst ist. In Deutschland ist die Rohrdommel leider gefährdet. Aufgrund des Lebensraumverlustes, des Mangels an großen Schilfgebieten. Diese werden dann auch noch entwässert zum Großteil. Auch hinter mir, da ist kein Wasser mehr zu finden. Das ist einfach eine Feuchtwiese. Da ist kein Fisch, wo sie irgendwie Nahrung finden könnte. Und dann kommt natürlich auch noch die Freizeitaktivität hinzu. Boote fahren mittlerweile durch die großen Schilfgürtel, da wird kaum mehr Rücksicht genommen, weil man auch nicht denkt, wie unfassbar interessant so ein Schilfgürtel als Habitat ist. Das ist nämlich nicht nur Schilf, das ist viel, viel mehr. In einem Schilfgürtel gibt es diverse Habitate, die dann auch von verschiedenen Vogelarten angenommen werden. Wir haben die Knickschicht zum Beispiel, wir haben das aufrecht stehende Schilf und gerade bei den Rohrsängern kann man da sehr, sehr gut sehen, wie sie sich an diesen Lebensraum, an dieses spezielle Habitat angepasst haben. Total interessant. Vielleicht sollte ich dazu auch mal ein Video machen. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.